Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Download-Video vom Mittelalterstudio Winter. Wir hatten euch gefragt, als wir euch das Let's Show der Mattesburg gezeigt haben, ob ihr die Burg, die der Würxel gebaut hat, denn zum Download haben wollt. Und ihr wolltet sie und deshalb haben wir sie euch heute mitgebracht. Das ist einmal der Würxel, der sie gebaut hat. Jo, hallo. Und der Groschi, der natürlich bei uns dazugehört und eben ganz fleißig geholfen hat, den Download vorzubereiten. Moin. Es wird dunkel. Oh, moin. Das haben wir lange nicht, aber wir sind hier ja gerade auf einer nicht ganz so normalen. Jetzt ist es nochmal dunkel, aber es wird gleich wieder hell. Sei beruhigt, mein Freund. Na, dann ist ja gut. Ja, hihi. So, du zeigst uns ein bisschen was. Wir haben so 5 Minuten veranschlagt. Mehr kriegt ihr nicht zu sehen, weil, wenn ihr mehr sehen wollt, entweder runterladen oder aber die Let's Shows gucken. Die sind natürlich viel unterhaltsamer als das Runterladen, weil wir moderieren. Ja, das stimmt. Ja, man kann ja trotzdem mal so einen kleinen Überblick geben. Ja, kann man. Folgt mir doch einfach mal. Ja. Wir laufen einfach mal in den Hof. Da kann nee, wir fliegen. Wir fliegen in den Hof? Ja, wir fliegen. Wir fangen nicht an mit Laufen, da können die Leute das Let's Show gucken. Das stimmt. Na gut, fliegen wir über den Hof. Ja. So. Ich lege euch nach. Ah, ja. Du leckst uns er nach. Leckt nach, gut. Ja. Okay, besser du leckst uns nach, als du legst uns rein. Genau, wo ist denn die Kamera hin? Ah, da ist sie. Ich hänge hier und versuche alles im Blick zu haben. Genau, also unter dir, also unter der Kamera, da ist der Stall mit Pferden. Könnt ihr euch dann angucken. Ja, hier drüben der Unterstand, sehr wichtig, muss man unbedingt mal reinlaufen. Also falls ihr runterladet, sehr unterhaltsam. Schuppen und den Schweinestall. Also ja, hinten. Du meinst die Raucherinsel? Zufällig. Die Raucherinsel, ja. Genau. Und noch ein bisschen höher hier oben. Die Antwort darauf, was passiert, wenn man im Brunnen fällt, findet ihr im 3. Teil des Let's Shows über die Mattesburg. Ja, ganz am Ende, genau. Da ist übrigens der Romanus von den Mineworld Gamers bei uns, der fällt mit uns in den Brunnen. Also schaut es euch auch an, auch wenn ihr die Burg runterladet. Ist witzig. Ja, könnt ihr dann selber auch ausprobieren, ist ja kein Problem. Genau. Und das ist der rote Turm hier hinter dir, ne? Ja, genau, hier. Durch diese roten Applikationen, also... Applikationen? Groschi, hast du das Wort gehört? Ja, geil, ne? Eigentlich sind es ja nur Ziegelsteine, aber egal. Applikationen. Schön. Ja, ja, das sieht gut aus. Ja. Da hat er halt den Namen her. Und da ist das Zeughaus drin, also sprich die ganze Bewaffnung und so von den Räubern, die hier leben. Ja, kann man sogar von außen sehen. Ist das cool. Ja, schön. Gucke ich jetzt nicht rein. Nö. Sollen die Leute selbst entdecken. Dann haben wir den Wohnturm. Ja, mit einem sehr schönen Dach. Ist mir sehr gut gelungen, finde ich. Aha, Selbstbeweihräucherung, aber zu Recht in dem Falle. Und da vorne, was zum Hof hin noch steht hier, das ist das Hauptgebäude, möchte ich mal so fast sagen. Also zumindest ist da drin die große Halle. Genau, das ist so ein bisschen so ja, in den Untergrund gebaut, wenn man so will. Mhm. Da ist dann das ganze Innenleben der Burg, so Hauptraum, einige Schlafräume und so weiter. Gibt es auch ein bisschen was zu entdecken, auch einiges Lustige. Ja, die Räuber sind ein bisschen ein skurriles Völkchen. Ja. Aber natürlich könnt ihr die Burg, wenn ihr sie runterladet, zu euren eigenen Bedürfnissen verwenden. Und könnt sie auch für einen Server oder sonst wie benutzen. Bringt nur irgendwo ein Schildchen an, wo ihr sie her habt. Da freuen wir uns dann sehr drüber. Das wäre schon sehr nett. Ansonsten ist freigegeben für jeden Blödsinn, auch für YouTube-Videos. Dann bitte uns einmal verlinken. Genau, also falls ihr mal hier auf die Rückseite kommt, wo ist denn die Kamera hin? Ich flieg um dich rum, mehr oder weniger. Um mich rum, ach, da an der Seite. Ja, du musst mal hier von hier gucken. Mhm. Dann kann man noch so schön unsere Käfige sehen. Also das sind 2 Aborte. Genau. Wobei man dazu sagen muss, die Aborte befinden sich an der Räuberakademie. Auch die hat, glaube ich, die eine oder andere Überraschung parat. Ja, das stimmt, genau. Die ist hier untergebracht. Mhm. In diesem Teil der Burg mit diesem Turm. Ja. Oh, hat jemand die Klappen offen gelassen? Das macht nichts. Das können dann die Zuschauer selbst schließen. Und jetzt gehe ich noch mal ein bisschen weiter raus. Und dann seht ihr, was ihr da von uns genau bekommt. Ja, ein bisschen Landschaft ist auch mit dabei. Weil wir euch ein bisschen Landschaft mit dazu gepackt haben. Das ist halt die Räuberburg. Die ist inspiriert, die Mattesburg, von... Eben besagtem Film, genau. Von Ronja Räubertochter, ne? Richtig. Ronja the Robber's Daughter.
Ja, jedenfalls liegt diese Burg halt eben auch in einem sehr unberührten Wald, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Du hast sie ja gebaut. Ich habe den Film. Bebe ich gerade, dem Räuberwald. Und ihr seht, ihr habt hier eine ordentliche Scheibe bekommen. Und was auch noch ganz spannend ist, was ich euch da nochmal zeigen möchte, das Ganze ist wieder so als Diorama, wie man das aus dem Modellbau kennt, ausgeführt. Das heißt, das ist an der Außenkante verkleidet und alle Höhlen und so weiter sind verglast. Ne? Das heißt, ihr könnt gucken, was sich unter der Erde befindet. Und da sind auch noch so ein paar Überraschungen, mit denen wir jetzt nicht viel zu tun haben, außer dass wir sie verglast haben. Was Minecraft so da für euch bereithält, ist teilweise wirklich sehr cool. Ich war selbst überrascht, was da so alles drinsteckt in unserem Erdreich. Ja, doch. Ja. Ich habe mir gerade den Rand mal angeguckt. Ja, ja. Ich komm mal zurück. Ich fliege jetzt nochmal auf den oberen Burghof. Das ist schon ganz schön weit, ja. Ja. Ist also groß. Hier hinten ist ein von uns Hand angelegter europäischer Urwald. Ja, das genau. Der ist in die Richtung. Im Moment braucht unser Server ein bisschen, um zu laden. Der hat im Moment die gemütliche Phase eingeleitet seit einigen Tagen. Er läuft zwar wieder stabil, aber dafür gemütlich. Dafür muss ich mich an der Stelle auch entschuldigen. Können wir leider nicht beeinflussen. Ansonsten hat alles von Seiten Nitralos wunderbar geklappt. Ja. Nur die Gemütlichkeit haben wir noch nicht wieder raus. Mal gucken, ob wir das wieder hinkriegen. Mal beobachten. Probier's mal. Mit Gemütlichkeit. Die singen. Entschuldigung. Okay. Er hat ja gesagt, es wird nicht mehr gesungen. Das hat er schon beim letzten Mal danach gesagt, ne? Ja. Ja, ja. Ja gut. Da sind sie auch alle wieder. Das ist perfekt. Genau. Ach, wir gehen mal da hoch. So. Dann wünschen... Oh, wo stehe ich denn hier? Hey, wir müssen rüber zum Würzel. Ja, ich kann ja auch kommen. So. Ich nehme bitte nicht im Video. Du stehst... was macht ihr in mir? Das ist so eklig. Ach. Also, ist ein bisschen merkwürdig. Herr Doktor. Wir sind die siamesischen Drillinge. Lassen Sie mich Arzt, ich bin durch. Gut, wir wünschen euch... Ich kenne einen schönen Arzt im Flusshausen. Was? Ach ja, richtig. Da kommt ein tolles Video mit den Zweien hier noch für euch. Ja, ja. Super. Kommt am 22. Januar. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dem Download. Gibt es sonst noch was zu sagen? Nö, aber es gibt viel zu entdecken. Ja, das gibt es definitiv. Roshi freut sich. Ja, ich freue mich. Ich habe hier irgendwo ein Buch versteckt, wo eigentlich nichts Besonderes drin steht, aber ich habe es versteckt. Ah. Ihr hört's. Das ist voller Easter Eggs. Auch der Spawn ist ein Easter Egg. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Genau. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Gut. Danke an dich, Würzel, dass du uns diese tolle Burg gebaut hast und danke, dass du sie mit den Zuschauern teilst. Ja, gerne. Danke an dich, Groschi, dass du mir so toll schon geholfen hast, bevor Würzel kam, mit dem Aufbereiten der Burg für den Download. Und danke an euch, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.